Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster heute am Donnerstag. So, ich möchte heute mal beginnen mit euch an der Station für den Conny Express zu bauen, zumindest an der im isländischen Themenbereich, denn es soll ja jeder eine Station bekommen, die auch zum Themenbereich passt, in dem die Station steht. Und hier ist es, wow, der Berg, das sieht ja aus, der Berg ruft. Fährt eigentlich überhaupt mal wieder jemand mit Hoffersons Fluch? Ja, ein paar fahren mittlerweile wieder damit. Das ist ja schön, aber manche denken auch, dass er zu rasant aussieht. Die Szenerie ist eigentlich schon sehr gut. Finde ich jetzt persönlich. Ja, ich weiß nicht, ob das Fahrerlebnis werde ich wahrscheinlich nicht ausbessern können, weil dann müsste ich das. Boah, das ist krass, wie viele hier stehen. Wie viele hier stehen. Die Wartezeit. Das sind. Wie lange ist die Wartezeit? 13 Minuten. Das geht eigentlich noch. Aber krass. Hoho. Was da los ist, das ist schon wirklich Wahnsinn. Okay. Beginnen wir mit der Station. Für den Conny Express. Ich habe mir da schon im Vorfeld so ein bisschen was überlegt, was ich eventuell nehmen könnte. Was ich definitiv wieder nehmen werde, das sind diese bunten Holzwände, weil die sind einfach top. Die sind genial. Damit kann man so viel anfangen. So. Ist das denn hier dann auch hundertprozentig angepasst? Vielleicht sollte ich hier. Nee, wenn ich das jetzt. Ups, wenn ich das jetzt hinzufüge dem Gebäude, dann ist das direkt dran, ne? Glaube ich zumindest. Oh je. Klein Kadi ist schon wieder verpeilt. Ich muss es halt erstmal komplett parallel zu der Station ausrichten. Ich glaube, das habe ich aber ganz gut hinbekommen hier schon. Ich überlege gerade, ob ich das hier wirklich schon. Ich glaube, ich baue das erst hier hin, oder? Das ist schon wieder blöd, dass ich das hier so. Ja, gut. Da lasse ich mir noch irgendwas anderes einfallen. Wie machen wir denn die Station mal von der Farbe her? Vielleicht ein Gelb? Könnte man mal machen. Oder greifen wir doch wieder auf das Ochsenblutfarbene zurück? Nein, das machen wir definitiv nicht. Ist zwar eine coole Farbe, aber finde ich unpassend. Ja, ich glaube, wir bleiben bei diesem roten. Ja, ich glaube, wir bleiben dabei. Das ist wirklich eigentlich eine gute Farbe dafür. Die finde ich schon wirklich sehr schick. Ich überlege nur, ob wir da vielleicht das eine oder andere reinstellen, dass wir es vielleicht ein bisschen größer machen. Oder machen wir. Nee, wisst ihr was? Ich mache nach hinten so eine Art Terrasse. Das könnte doch eventuell ganz schick sein. Hey, der Eingang, der passt sogar da ganz gut rein. Ich hoffe, das passt beim Ausgang auch. Ja, fast. Fast. So, hier hinten müssen wir das noch eins. Oh, nee. Ach, das ist doch schon wieder doof hier. Hier wird's gehen. Ich krieg die Krise. Weil eigentlich müsste ich das nach innen reinsetzen. Aber dann sieht man halt die Station wieder nach außen rausgucken. Ist auch wieder dumm. Mensch, und ich habe schon wieder vergessen, hier das. Ja, ansonsten setzen wir da halt ein paar
Ansonsten setzen wir da halt ein paar Büsche vor. Ich glaube, das ist mir lieber, als da jetzt wieder so Ewigkeiten dran rumfriemeln zu müssen, dass das Dach dann hinterher passt. So. Huch. Okay. Und weiter geht's im Takt. Ich bin jetzt am Überlegen. Wie habe ich das denn bei Hoffersons Fluch gemacht? In dieser... Hilfe, Mann. Was ist denn hier? Ah, da hatte ich diese Torbögen. Die gibt es aber, glaube ich, bei dem Holz nicht, oder? Zumindest nicht in der Variante. So wird es das geben. Was färbe ich denn hier ein, wenn ich die Dinger färbe? Was färbe ich denn da? Ach, ich kann die einzeln einfärben. Na, das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist natürlich schön. Mache ich das hier auch wieder hinten, dass ich das durchgehend mache und dann halt diese Teile dazwischen? Ich würde fast sagen, ja, weil das finde ich dann irgendwie schöner. Und das war falsch, das war eins zu weit vorne, aber das macht nichts. Ich mag das, wenn man so offen rausgucken kann. So, und das da ist zu viel. Mir fällt gerade nur was ein. Etwas, was jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich habe nämlich schon wieder was versaut. Ich müsste nämlich zunächst einmal diese Teile da drunter stellen. Och Mann, sorry Leute, ich habe schon wieder Nee. Weil ich muss das ja auf Höhe der Station... Also muss ich nicht. Das ist klar. Ich muss es nicht machen, aber es sieht einfach viel besser aus, wenn ich das alles auf Höhe der Station baue. Das stelle ich einfach mal ein bisschen nach außen, damit ich die Farbe schon mal gesaved habe. So, und das einmal nach innen und jetzt... Oh. Nee, das kann ich so nicht bauen. Aber es ist ja auch nicht tragisch, das hatte ich ja vorher sowieso auch nicht. Da will ich nämlich gucken, dass ich innen drin das mit Holz dann mache. Also so ein Holzboden. Das finde ich irgendwie immer am besten. So. Und wenn das hier dann fertig ist, dann werde ich mich dann auch mal mit der nächsten Attraktion beschäftigen. So, das wird verschoben. Das kommt da oben drauf. Und dann hier durch die ganze Reihe. So. Gut. Und jetzt, da würde ich dann vielleicht zwei Fenster reinmachen oder sowas. Ich hatte erst überlegt, ob ich das auch offen mache, aber irgendwann ist dann auch zu viel, finde ich. Hier können wir vielleicht innen drin noch mal ein paar offene machen. Oder? Machen wir das doch offen? Wie ist es denn hier? Ist auch ein Bereich ein bisschen offen. Vielleicht mache ich das auch doch so, dass ich das hier hinten öffne und hier einfach nicht alles. Dann nochmal drei. Wenn wir es hier ein bisschen ungleichmäßig machen. Das ist wieder... Das passt wieder nicht.
Naja, ist jetzt auch nicht so tragisch eigentlich, wenn es nicht hundertprozentig synchron ist, symmetrisch, oder? Was meint denn ihr dazu? Weil ich würde es nämlich an sich ganz gerne vorne und hinten auch offen machen. Und hier vielleicht vier offene. Eine sehr interessante Station wird das. Oh je, oh je. Okay, jetzt können wir eigentlich uns schon fast. Ja, nee, ans Dach machen wir uns noch nicht. Ich muss zwar zu den Dächern dafür, weil da das Holz ist. Das hier nämlich. Aber ich habe gerade gemerkt, dass es ziemlich belämmert wäre, da jetzt das Holz einzubinden. Das Dach schon zu bauen. Denn dann hätten wir ja das Problem, dass. Verflixt. Dann hätten wir nämlich das Problem, dass wir. So, ich mache das jetzt so. Dass wir dann hier nicht mehr sehen würden, was wir vom Boden her machen mit dem Holz. Deswegen wäre das jetzt dämlich von mir, wenn ich jetzt das Dach als erstes draufpacken würde. Deswegen warten wir damit lieber noch ein bisschen. So. Ist doch immer noch schief. So schon eher. Muss ich nur gucken. Es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es draußen rausgucken würde. Dann würde es halt so ein bisschen aussehen wie eine Treppe. Außen vor. Aber es guckt ja gar nicht raus. Okay. So, jetzt können wir hier wieder basteln. Und hier würde ich dann wie so eine Art Stufe hinmachen. Denn ich möchte gerne, dass die Besucher hier über Holz laufen. Das finde ich gerade bei so einer Eisenbahnstrecke, finde ich das dann eigentlich ganz cool. Man hätte auch. Und es ist doch schief. Ach, das ist doch blöd. Oder nicht, das ist schief. Sondern das ganze Gebäude ist schief. Ach, das ist nervig. Das ärgert mich immer, wenn das nicht so ganz aufgeht, wie ich es mir vorstelle. Ja gut, kann ich jetzt im Endeffekt nicht großartig ändern. Da muss ich wieder gucken, wie ich das von außen kaschiere. Muss ich da wieder Büsche oder sowas hinpflanzen? Ich hoffe nur, dass es nicht zu krass irgendwann rausrutscht. Halt, stopp. Genau. Ich wollte das ja erhöht haben. Hallo? So. Warum kann ich das jetzt nicht mehr auswählen? Aha. So. Ja, es ist nicht viel. Aber mir fällt gerade auf, dass ich das hier vielleicht sogar noch ganz gut kaschieren kann, denn. Ach, ich kann da nicht viel weiter ran. Egal, aber so kann ich ran.
Weil wenn wir hier schon eine Stufe haben, dann können wir das ja auch zum Anlass nehmen, das Holz ein bisschen reinzurücken, weil dann ist das ja an dieser Stelle sowieso nicht mehr synchron. Und das ist hier trotzdem wieder wurscht. Ach Mann. Grrr. Das ist da zum Verrücktwerden. Ich bin da einfach so perfektionistisch. Und es ärgert mich dann enorm, wenn das nicht so hinhaut, wie ich das gerne hätte. Verzeihung. Ich hoffe, das geht jetzt auf dieser Seite hier wieder besser. Ja, wenn das nur so ein bisschen rausguckt, dann ist das ja nicht so tragisch. Weil dann kann man es zum einen kaschieren und zum anderen kann es auch so aussehen, als ob es gewollt wäre. Dass da halt außen auf dieser Höhe so ein bisschen so als Abschluss des Fundaments ein so ein Holzstreifen ist. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Ich würde aber fast sagen, wohl kommen den Rest, den kann man auch eben zusammen machen hier. Oder? Es ist jetzt im Endeffekt für euch dann nur noch das. Hilfe, was ist denn hier los? Im Endeffekt ist das jetzt für euch nur noch dasselbe, was wir hier dann bis zum Schluss sehen mit dem Holz. Von daher, vielleicht mache ich das dann doch eben alleine noch fix zu Ende fertig bis hinten hin. Und dann würde ich mich nämlich für heute verabschieden. Und morgen ist dann ja wieder Community Time. Da zeige ich dann wieder Dinge, die ihr unter dem Hashtag Sepp in den Workshop reingeladen habt. Ich habe ja noch einiges, was ich von letzter Woche nicht gezeigt hatte, denn letzte Woche waren schon so viele Sachen, dass es für eine ganze Folge zu viel war. Ich denke mal, vielleicht mache ich mir da mal irgendwie eine Liste, wo ich das aufschreibe, wann ich wie was zeige und reinnehme. Aber ihr Lieben, das war's dann für heute und morgen sehen wir uns wieder zur Community Time. Macht's gut. Tschüss.